Hallo Leute und willkommen zurück zu Blue Mario Bros. 3. Ja, warum ich gerade ein bisschen gestottert habe, das lag daran, dass das Mikro irgendwie erst später angegangen ist und ja. Und kämpfen wir direkt zu Beginn gegen die Hammer Bros. Oder was heißt die? Es gibt ja unendlich viele, aber ja. Ist wieder richtig asi, glaube ich. So wie ein Safe State natürlich. Also so schwierig wie alte Spiele sind, also kann man sich Safe State schon mal erlauben. Vor allem, ich habe wieder ein bisschen Sonic 1 gespielt. Also was heißt wieder? Ich spiele es eigentlich ziemlich selten. Und ja, als ich Sonic 1 wieder gespielt habe, ist mir aufgefallen, wie schwierig es eigentlich ist. Und das hier ist ebenfalls sehr schwierig. Wie komme ich denn hier weiter, ohne mich treffen zu lassen? Ist das überhaupt möglich? Also nochmal zu Sonic 1, es gibt wirklich verdammt viele unfaire Stellen, bei denen man grundlos zerquetscht wird. Also im Prinzip stirbt man einfach so. Ihr kennt das auch, dass in der Spring Yard Zone, das sind ja immer diese Teile, die einen zerquetschen können. Und oft zerquetschen die einen, obwohl sie einen eigentlich gar nicht zerquetscht haben. Das ist unfassbar unfair. Aber vielleicht ist das Spiel auch einfach nur schwierig und ich bin schlecht. Aber kennt ihr das in Sonic, dass man so anscheinend grundlos zerquetscht wird? Ja, wieso? Warum springt Mario jedes Mal direkt dort rein? Ja, so. In Sonic 1 sind eigentlich alle Zonen schrecklich, außer die Green Hill Zone. Die erste Zone ist okay, aber alle anderen sind wirklich kacke. Ist da jemand anderer Meinung? Ich kann es mir nicht vorstellen. Weil Sonic 1 ist ja ein ziemlich beliebtes Sonic-Spiel. Hingegen ist Sonic 3 ziemlich unbeliebt. Was ich eigentlich nicht verstehen kann, denn Sonic 3 ist schon deutlich besser. Und ja. Eigentlich ist Sonic 3 gar nicht so schlecht. Es ist eben schwierig. Also es gibt auch einen Boss, der mir extrem auf die Nerven gegangen ist, nämlich der Boss in der Hydro City Zone Act 2. Der war richtig beschissen. Mal konnte man ihn treffen, mal nicht. Das war einfach beschissen, dieser Boss. Das sag ich so, wie es ist. Ah! Warum läuft Mario da automatisch runter? Ich habe wirklich nichts gedrückt. Ja, gut. Der Käfer hat mich knapp berührt, aber auch nur ganz knapp. Und eigentlich hat er mich nicht berührt. Gott, dieser Level ist so furchtbar. Dieser Level ist etwa ähnlich schlimm wie die Spring Yard Zone aus Sonic 1. Die halbe Texturen, funktioniert dieser Block überhaupt? Nee, es ist einfach nur eine kaputte Textur, die hier ja im Nichts ist. Ach nein, das sind wieder diese Bumper-Blöcke. Die sind furchtbar. Ja, wenn ich das nächste Mal das Original spiele, also Super Mario Bros. 3, dann werde ich das wahrscheinlich alles im First Try schaffen, ohne einmal zu sterben. Weil, ja. Der Skill erhöht sich ja auch, wenn man solche schwierigen Spiele spielt, wie das hier zum Beispiel. Und, ja. Was soll ich jetzt hier tun? Hätte ich dann Koopa für gebraucht? Aber es gibt hier nirgends einen Koopa. Heißt das, man kann das Spiel nicht abschließen?
Muss ich hier runter vielleicht? Nee, kann ich auch nicht. In Invisible Block mit dem Cooper? Gibt es das hier überhaupt? Also, ein Cooper in einem Block. Das gibt es ja eigentlich nur in Mario Maker, aber wer weiß, vielleicht hat man das ja mit einprogrammiert. So, hier geht's nicht rein. Hier auch nicht. Dann kann man nur an diese Röhre, aber es gibt hier eigentlich... Ich kann hier nicht weiter. Ich kann hier einfach nicht weiter. Und was soll ich jetzt tun? Ist das Spiel hier etwa vorbei? Kann man diesen Level gar nicht schaffen? Okay, man kann es schaffen ohne Treffer, aber das geht auch nur als kleiner Mario, weil mein Kopf kleiner ist. So. Das finde ich eben beschissen, so etwas, dass man gezwungen ist, sich treffen zu lassen, weil das dann auch demotiviert. Ja, Junge, als ob ich das berührt habe. Seit wann schwimmt Mario so schnell? Na, ich sage, der Hack ist unfair. Blue Mario Bros. 3. Am Anfang war das Level-Design noch gut, zumindest... besser als... Ja, tatsächlich. Die wollen mich doch verarschen. Ich muss den Cooper hier mitnehmen in einen Scroll... In einem Scrolling-Level. Und ja. Vor allem irgendwann kommt er auch wieder aus dem Panzer raus. Wie soll ich den hierhin transportieren? Na gut, so vielleicht. Aber ich muss mich hier treffen lassen. Das ist nicht einfach nur schwierig. Das ist beschissen. Ja, wenn ich den nämlich... So. Jetzt muss ich den hier wieder nehmen. Also dieser Level ist wirklich kacke. Das sage ich so. So muss man das also machen. Oh Gott. Und dann... Muss ich noch... Glück haben hier, dass ich den richtig erwische. Okay, so muss man das machen. Das ist das. Okay, Battle-Musik. Und ich habe direkt einen Stern, immerhin. Aber wie asozial ist das? Man hat null Ahnung, dass man diesen Koopa mitnehmen muss und ist noch gezwungen, sich zu treffen. Also dieser Level bekommt von mir auf jeden Fall 0 von 10 Punkte. Weil... Also dazu fällt mir nichts mehr ein. Dagegen ist Sonic 1 ja noch fair. Ein Stern. Ja, der flüchtet vor mir. Ja, nee. Also das ist auch wieder schlechtes Game Design. Ich bekomme hier einen Stern, der mir rein gar nichts bringt, da ich nur mit diesen Käfern hier hochkomme. Also dieses Spiel mutiert auch langsam zu Kaizo Mario. Anders kann man das ja nicht sagen. Es blendet mich auch noch die Sonne. Na! Geht mir alles so auf den Geist dieser Level. Und vor allem... Also es fängt besser an als Mario Some Usual Day.
aber wird im Laufe des Spiels noch schlimmer, als Mario's Unusual Day geendet hat. Gut, es war halbwegs mein Fehler. Kann man das überhaupt schaffen? Oder muss ich mich da treffen lassen? Dann kriegt man das auch nur als großer Mario hin. Ja. Vor allem, wenn ich den P-Switch auch noch brauche. Es ist mir kackegal, was mir der P-Switch jetzt hier bringt. Ja. Als nächstes kommt noch so ein Unterwasser-Level, das komplett unter Wasser ist. Also, ja. Dann würde ich darüber nachdenken, ob ich das Let's Play abbreche. Aber gut, ich kann immerhin Save-States verwenden. Aber das mit dem Koopa, das war schon arg asozial. Vor allem wegen dem Autoscrolling bringt es mir nichts, mich zu beeilen. Ich muss mich da treffen lassen. Das grenzt an Kaizo Mario an. Ja, Kaizo Mario ist einfach nur schwierig, einfach nur verdammt schwierig, aber eben auch nicht gut. Ich habe eine Idee, wie ich Lakitu treffen kann. Gut, dann eben so. Oh Gott, ist das furchtbar. Aber ich glaube, das soll ein Speedrun-Level sein, denn was anderes als hier durchzurennen, kann ich ja gar nicht tun. Und jetzt komme ich auch nicht mehr an den Pilz ran und die Sonne blendet. Und spring. Ja! Wie schlecht kann man Level eigentlich machen? Warum nimmt er nicht den Koopa-Panzer? Ja, immerhin den Stern. Jetzt hat es mal geklappt bei Full Speed. Ja, you got a card. Die Sternkarte, die mir 5 Ups gibt, die mir rein gar nichts bringen. So, dann geht es hier weiter. Mit der Burg. Oh nein, kein Lakitu-Level. Da hätte ich schon lieber ein Unterwasser-Level ohne Lakitu. Nein, bitte nicht. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Lakitu-Level. Vor allem, weil der wahrscheinlich immer wieder respawnt. Oder kann ich den irgendwie... Ah! Jetzt stirbt er wegen jeder kleinsten Berührung. Ja, die versperrt mir den Weg. Das ist auch unfair. Trial and Error oder was? Okay. So, Safe State. Selbst mit Safe States ist das hier immer noch verdammt schwierig. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ein Pilz bringt einen eigentlich fast gar nichts, da man ihn sowieso in der nächsten Sekunde wieder verliert. So. Es kommt jetzt sicher wieder ein Bum-Bum-Fight. Wie oft bauen die den eigentlich ein? Also jetzt ist er wieder auf Red Bull. Ja, und jetzt hat er keine Flügel mehr. Weil als ich ihm auf den Kopf gesprungen habe, ist so
ja, der Energy Drink oder das Red Bull wieder so rausgespritzt aus dem Mund. Hat alles wieder ausgekotzt. So, das könnte ja eine Theorie sein, auch wenn es eine ziemlich ja, sinnfreie Theorie ist. Okay, dieser Level sieht eigentlich noch ganz machbar aus. Okay. Ja, muss ich da einen perfekten Moment abpassen? Na gut, ich hätte es sehen können. Mal habe ich einen Fehler in dem Spiel gemacht. Also das alles war ja einfach nur Pech. Die ganzen anderen Fails, aber das hier war ausnahmsweise mal mein Fehler. Das zählt alles gar nicht als Fail. Das gerade war der allererste Fail in diesem Let's Play, weil alles Betrug-Fails waren. Weil außerdem habe ich die ganzen Fails ja durch die Save States und das Zurückspulen ungeschehen gemacht. Yay. Warum nimmt ihr das nicht? Manchmal nimmt er die Koopa-Panzer, manchmal aber auch nicht. Was? Das verfolgt mich. Das ist zielsuchend, die Flamme. Bäm in die Fresse. Das hat er aber auch verdient. Ja, ich wollte eigentlich den Filter wieder ausschalten, aber jetzt ist der Part ja eh schon vorbei. Gut, dann geht's halt im nächsten Part komplett ohne Filter weiter. Ja. So, ich will jetzt auch den Stern. So, hier und... Ja, genau. So war der Selbstdate eigentlich völlig unnötig. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Am besten, ihr teilt das Video noch. Bis dann, ciao, euer Jonau.